Hallo, schön, dass du bei mir reinschaust. In meinem heutigen Video zeige ich dir eine ganz tolle, einfach nachzuarbeitende Hochsteckfrisur, die man zum Oktoberfest tragen kann, die man zu einer Hochzeit tragen kann, wenn man vielleicht statt roter dann weiße Blümchen nimmt. Ich zeige euch auch, wie man diese Blümchen ganz einfach basteln kann. Man kann diese Haarklammer, die wir verwenden, dann auch mit kleinen Diamanten bekleben, so Kunststoffdiamanten. Es ist wirklich einfach nachzuarbeiten. Und dann hoffe ich sehr, es gefällt dir und du schaust weiterhin zu. Nochmal zur Erklärung. Das ist meine große Tochter. Die hatte keine Probleme mit dem Crepe beim Pferden, wenn ihr die anderen Videos von mir kennt. Die hat längere Haare. Und die kleinere Tochter, die hatte leider das Pech mit dem Crepe-Papier. Aber jetzt legen wir einfach mal los und ich zeige euch, wie einfach diese Frisur nachzuarbeiten ist. Als erstes müssen wir auf dem Oberkopf eine Strähne abteilen, wenn ihr einen Pony habt und wollt das nicht ganz bis vorne aus, dann lasst eine Strähne vorne frei, die noch ins Gesicht hängen soll. Auf der anderen Seite vielleicht auch, das liegt dann bei euch. Und dann teilen wir auf dem Oberkopf eine Strähne ab, damit wir keinen unschönen Scheitel haben. Und den arbeiten wir dann zum Schluss in die Steckfrisur ein. So abteilen. Am besten mit dem Stielkamm, dann geht es am einfachsten. So, dann kommt da ein haarfarbenes Gummi rein. Und das wird zum Schluss noch eingearbeitet. Dann gehen wir erst an die eine Seite. Die Strähne vorne, wie gesagt, lassen wir hängen. Und dann flechten wir hier einen Zopf ein. Wir nehmen Strähne für Strähne und flechten nach hinten. Erst drei Teile und flechten übereinander und dann wird rechts und links immer eine Strähne dazu genommen. Immer eine Strähne dazu und eingeflochten. Als weiter und auf dieser Seite. Ihr könnt euch dann eure Schokoladenseite raussuchen, wo ihr es am liebsten habt. Also ein Zopf wird bis zum Schluss dann durchgeflochten. Wir gehen jetzt erstmal auf die Höhe mit dem Einflechten vom Oberkopf. So, hier ist das Gummi, hier flechten wir ein. Und jetzt feste ziehen, wird der ganze Zopf einfach nochmal offen geflochten. Den brauchen wir dann, der wird um die Hochsteckfrisur, um den Dutt herumgeführt. Und den flechten wir jetzt ganz bis zum Schluss und fixieren ihn auch mit einem Gummi. Jetzt kommen wir auf die andere Seite. Wir lassen hier vorne wieder ein paar Haare locker hängen. Und dann flechten wir hier auch einen Zopf hinein, der aber nicht offen fertig geflochten wird, weil wir hier die Strähnen, die übrig bleiben, nach dem Einflechten in den Dutt arbeiten, in die Hochsteckfrisur. Wir brauchen nur einen durchgeflochtenen Zopf, um den dann noch herumzulegen. Und hier wird wieder Strähne für Strähne, einmal vom Unterkopf, einmal vom Oberkopf auf der Seite geflochten.
Wer sich jetzt wundert, ich hatte ja schon die drei Videos mit den Haarschäden eingestellt wegen dem Färben mit Krepppapier. Das ist meine größere Tochter. Der kleineren ist das passiert, deswegen sind hier wieder etwas längere Haare. Also nicht wundern und denken, oje, hier, was ist los? Ich habe mehrere Töchter. So, jetzt haben wir das geflochten. Ziehen es richtig fest. Nur bis dahin. Und verschließen es wieder mit dem Gummi. Am besten natürlich in der Farbe der Haare. Jetzt müssen wir den Lockenstab nehmen. Es geht nicht unbedingt um die Locken, die wir dann machen. Es geht einfach darum, dass die Haare durch den Lockenstab und die leichten Locken, die wir formen, einfach besser halten. So. Und nochmal, hier müssen wir einen ganzen Zopf durchgeflochten haben. Ob rechts oder links, ist das egal. Hier ist er offen. Hier oben ist abgetrennt. Den brauchen wir ganz zum Schluss. Interessiert uns jetzt gar nicht, genau wie der Zopf. Uns interessieren jetzt nur diese Haare. Und die locken wir jetzt einmal durch. Könnt ruhig ein bisschen die größere Strähne nehmen, gar nicht so kleine. Und mit dem Lockenstab locken wir die jetzt alle einmal durch. Und dann zeige ich euch, wie easy die aufgesteckt werden. Wir müssen gar nicht große, schwere Locken sein, also extrem durchgelockt, Hauptsache ein bisschen wellig, damit es besser hält und wir dann wirklich eine schöne Form bekommen beim Hochstecken. Wie gesagt, alle Haare jetzt einmal durchlocken. Alle Haare sind jetzt durchgelockt. Ihr seht, es müssen gar nicht viele Locken sein. Und jetzt brauchen wir solche Kämmchen. Richtig viele. Und dann zeige ich euch, wie man anfängt. Man nimmt eine Strähne und dann dreht man die Haare in sich. So zu einer schönen Locke. Und dann steckt man die fest. So 3 bis 4 Klämmchen müssen ja schon rein. Das ist so der Anfang. Dann nimmt man das nächste, dreht das wieder in sich. Nochmal in sich drehen. Und setzt das oben auf. Zwischendurch könnt ihr schon mal mit Haarspray oder Haarlack arbeiten und einsprühen, dass die losen Haare gleich so ein bisschen gehalten werden. So, und dann nehmen wir Strähne für Strähne und arbeiten so voran. Einfach legen, so rund, aufeinander und festgesteckt. Immer so pro Haarsträhne so 3 bis 4 Kämmchen, Klämmchen. Und so müssen wir jetzt erstmal diese Haare, die nichts mit dem Zopf zu tun haben, sondern die nur lose sind, feststecken. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir haben jetzt die losen Haare alle aufgesteckt. Ihr seht, wenn man das schön so im Kreis legt, sieht das ganz toll aus. So, jetzt kommen diese Haare noch auf der Seite von dem nicht fertig geflochtenen Zopf. Und die legen wir auch so in so eine Locke, drehen die in sich und stecken die oben noch drauf. Immer zwischendurch ein bisschen Haarspray oder Haarlack. Dann noch eine Strähne. Das ist auch noch eine vom dazu geflochtenen Zopf. Und die legen wir auch auf und stecken es fest.
So, alle losen Haare bis auf den Zopf hier oben sind jetzt da angebracht. Dann nehmt ihr den geflochtenen Zopf, führt ihn erst über den Oberkopf, steckt gut fest. Und wenn ihr nicht die Haare lang genug habt, dann könnt ihr hier dann ganz prima einen künstlichen Zopf mit einbringen. Und der wird rundherum gelegt und gut festgesteckt. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, dass man das Ende nicht sieht. Ich meine, da kommen jetzt dann auch noch mal Haare drüber hin, vom Oberkopf, aber feststecken. So. Dann locken wir hier oben. Die Strähne nochmal, brauchen wir nur zwei Strähnen machen und nochmal locken arbeiten. So, jetzt kommen wir zu den zwei letzten Strähnen, die wir hochstecken müssen. Und mit der ersten verdecken wir auf dem Oberkopf das Gummi und stecken gut fest. So, jetzt stecken wir noch die letzte Strähne fest. Wieder in einer schönen Locke gearbeitet und die kommt auch noch auf dem Hinterkopf zur Geltung. Dann sprühen wir alles gut mit Haarlack ein oder Haarspray. Alle Haare sind jetzt fertig hochgesteckt. Ich habe da noch was gebastelt. Das sind einfach die normalen Haarklammern und hier die kleinen Satinröschen einfach hineingewickelt. Die haben so einen langen Draht dran und die stecke ich jetzt da noch rundherum in die Haare und setze so ein paar Akzente. Und dann für eine Dirndl-Frisur passt das ganz toll. Wenn man weiße Blümchen nimmt oder mit Diamanten, die kann man dann auch dran kleben, dann ist das sogar eine Hochzeitsfrisur. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich neue Ideen für euch habe. Tschüss!